und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder im schönen Tamriel. Und hinter mir ist Captain, ich habe den Namen vergessen. Ich schalte mal wieder alles ein, damit wir gleich wissen, wie sie heißt. Captain Jimilia, genau. Mit der müssen wir jetzt noch sprechen. Ihr kommt auch so nach Grafwald. Ich zeige euch das mal eben kurz auf der Karte, bevor wir mit ihr sprechen. Und zwar ist das, also hier dran könnt ihr euch orientieren, dass das Verlies hier ist und dass der Wegschrein hier ist von Eldenwurz. Dieser Bereich, das ist der, wo ihr anfangen solltet. Allerdings wird der Captain euch jetzt hier unten hinbringen. Das werden wir dann gleich sehen. Sodass ihr euch sozusagen nach hier oben durcharbeiten und dann irgendwann hier oben hingelangt. Aber das müsst ihr nicht. Also wenn ihr den Wegschrein hier schon frei habt, dann könnt ihr auch einfach dorthin reisen, wenn ihr das möchtet. Aber wir werden das jetzt trotzdem mal der Geschichte halber durchziehen. Es ist gut, euch wiederzusehen, Freundin. Ihr werdet immer einen Platz auf der Vagabund haben. Ja, das ist übrigens der gleiche Captain, den wir auf Kenathis Rast schon kennengelernt haben und der wir auch geholfen haben. Königin Iron sagte, ihr könntet mich in den Hafen von Anfort bringen. Die Königin? Natürlich können wir das. Wir werden sofort nach Anfort aufbrechen, wenn ihr bereit seid. Wo ist euer Schiff? Dort, wo wir es gelassen haben, hoffe ich. Aber kommt und trinkt mit mir. Es bringt Glück, vor einer langen Reise ein Gläschen miteinander zu heben. Sofern ihr das Zeug abkönnt. Sonst könnt ihr uns in Vulkelwacht treffen. Abkönnen ja, aber nein danke. Ich treffe euch dann in Vulkelwacht. Wie ihr wollt. Die Vagabund wird bereit sein, die Segel zu setzen, sobald ihr ankommt. Ja, das heißt, das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch gemacht, dass man hier mit ihr redet und dann doch wieder nach unten reisen muss. Das ist irgendwie, warum treffe ich sie da nicht direkt unten? Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ist ja auch egal. Das heißt, wir reisen jetzt nach unten. Nach Vulkelwacht selbst. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ignorieren mal wieder diese nette, fleißige Ork-Dame, die mir ständig penetrant hinterherläuft. Reisende. Hallöchen. Nee, mit dir wollte ich gar nicht reden. Nein, ich habe keinen Augenblick. Du bist nämlich der Falsche. Die Vagabund ist zum Aufbruch bereit, wenn ihr es seid. Ich bin bereit, nach Anfort aufzubrechen. Lasst uns aufbrechen. So, hier kann man nichts mitnehmen, so wie es aussieht. Achso, stehlen. Ja, ich habe wieder den Bastian dabei. Nee, das wäre, glaube ich, nicht so eine gute Sache. Captain, was ist passiert? Wart, die verdammten Anfort wird von Piraten angegriffen. Schlimmer noch, sie sind durch unsere Bullaugen geklettert. Und haben den Rumpf aufgebrochen. Ich werde das Deck mit ihrem Blut schrubben. Sie denken wohl, sie können noch mehr Löcher in meinen Rumpf schlagen? Wir haben die Reparaturen an den letzten erst beendet. Was kann ich tun? Wir können in Kiel nicht flicken, solange Saboteure in der Nähe sind. Aber wir haben in der Nähe eine Soldatin gesichtet. Wohl eine Khajiit der königlichen Garde mit ein paar Flüchtlingen. Wir werden uns die Piraten vom Hals halten. Geht ihr zu dieser Soldatin und schaut nach, ob ihr den Flüchtlingen helfen könnt. Ich werde mit der Soldatin reden. Ja, dafür müssen wir... Nee, drücken können wir nicht. War jetzt mein Test. Dafür müssen wir einmal hier rüber springen. Und ans Ufer schwimmen. Ich frage mich, ob die das damals auch immer so gemacht haben. Ich meine, es liegen zwar hier ein paar Boote, aber dass sie einfach rübergesprungen sind. Du bist die, die gemeint ist, ne? Dieses Schiff. Die Vagabund, nicht wahr? Ich habe Geschichten über ihren Kapitän und die Mannschaft gehört. Wenn die Dinge nicht so schlimm ständen, würde ich sie gerne treffen. Was ist hier geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Fürst Gareshri hat meine Einheit als letzten Teil unserer Ausbildung nach Anfurt geführt. Als wir ankamen, wurde die Stadt von Piraten angegriffen. Wir arbeiteten mit den Fischersleuten zusammen.
um den Einheimischen bei der Flucht zu helfen. Moment, Fürst Gareshi hat ja nicht irgendwas mit dem südlichen Elsweyr zu tun? Wer hat Anfurt angegriffen? Die Dolen. Eine Piratenbande, die an der ganzen Langküste ihr Unwesen treibt. Aber wie konnte ein einzelnes Piratenschiff so viel Schaden anrichten? Sie hätten die Stadt nie im Leben einnehmen sollen und schon gar nicht so schnell. Wer ist Fürst Gareshi, Ri? Der Sprecher der Mähne. Er brachte mein Volk ins Dominion. Ich bin froh, in seiner Leibgarde zu dienen. Er wollte uns die anderen Länder und Völker des Dominions näher bringen. Ich glaube, er hatte nicht geplant, dass unsere erste Reise so aufregend wird. Wo ist er jetzt? Dazu kann ich wirklich nichts sagen. Er befahl mir, die Flüchtlinge auf dieser Insel zu beschützen, während er den Widerstand in der Stadt organisiert. Diese würde gerne an der Seite von Fürst Gareshri kämpfen, aber ich muss meine Befehle befolgen. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Der Sprecher hoffte, General Endare zu finden. Aber es gab nicht die geringste Spur ihrer Garnison. Er sieht es als unsere Pflicht an, die Stadt zu verteidigen. Aber wir sind zu wenige. Bitte, findet Fürst Gareshri. Helft dabei, Anfurt von den Piraten zurückzuerobern. Wo kann ich Fürst Gareshi finden? Ich weiß es nicht. Zumindest nicht genau. Ich weiß nur, was ich zu beschützen habe. Aber Fürst Gareshri sprach mit einigen Flüchtlingen, bevor er ging. Mit dem Händler Naharil und Kurinwe, die Fischersleute anführt. Vielleicht wissen sie es. Ich werde herausfinden, was sie wissen. So, dann sprechen wir mal mit den Personen. Als ich letzte Nacht zu Bett ging, habe ich von einem vollbeladenen Schiff geträumt, das im Hafen vor Anker geht. Ich dachte, das wäre ein gutes Omen. Ich hätte mich nicht mehr irren können. Die Stimme schon wieder. Habt ihr Fürst Gareshi gesehen? Er kam mit einer Handvoll Soldaten durch den Sumpf gewartet. Sie sahen noch grüner als das Wasser aus. Aber ich wünsche dem Katzenfürsten viel Glück. Wisst ihr, wohin er ging? Ans andere Ende der Marsch. Ich habe diesen Ort bisher nur von den Docks in Anfurt aus gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich je dort durchwarten würde. Wenn ihr dem Katzenfürsten hinterher wollt, müsst ihr die Marsch durchqueren und auf die Mauern zuhalten. Ich wette, er ist beim Tor. Könnt ihr mir erzählen, was in Anfurt geschehen ist? In einem Augenblick war ich schon fast eingeschlafen. Und im nächsten hörte ich Geschrei. Ich schaute raus und sah Räuber mit Fackeln. Da bin ich aus dem Fenster gesprungen und losgerannt. Ihr habt richtig gehört. Ich bin splitternackt den ganzen Weg hergelaufen. Die Fischersleute haben mir etwas Kleidung geliehen. Sehr nett von ihnen. Was wisst ihr über die Marsch? Vor heute Abend war ich noch nie dort gewesen. Ich habe Lehrlinge hingeschickt, um alchemistische Vorräte zu besorgen. Hätte ich gewusst, dass es dort von Reifzecken wimmelt, hätte ich ihre Stipendien erhöht. Aber nur in Maßen. Man will sie ja nicht verhätscheln. Natürlich nicht. Sprecht mit Fürst Gareshi. Moment, der ist da irgendwo. Achso, der ist ganz weit da hinten. Also das sind keine Gegner, ich wollte gerade sagen. Das sind aber Gegner. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die müssen wir so ein bisschen umwunden. Das werde ich jetzt mal ignorieren, die Quest hier, weil ich habe ja schon mal gesagt, dass wir diese ganzen kleinen Quests, die so zwischendurch immer wieder zu finden sind, werden wir alle noch nachholen. Aber das werden wir alles in Ruhe machen und nicht, wenn wir in den Gebieten sind, sondern erst, wenn wir die Hauptquest so weit durchgezogen haben. Das würde ich gerne nehmen. Das ist ein tolles so. Gebiet zum Sammeln. Nee, der ist hier drin, ne? Jetzt! Ein neues Buch, sehr schön. Ich kann nicht die einzige Überlebende sein. Warum sind sie nicht zu den sicheren Mauern gelaufen? Ohne zahlenmäßige Überlegenheit können wir Anfurt durch einen direkten Angriff nicht zurückerobern. Der Schlüssel zum Sieg ist die Feste. Leutnant Katsagi meinte, ihr würdet Hilfe benötigen. Diese hat wirklich scharfe Krallen. Deshalb habe ich ihr auch die Führung überlassen. Das war bislang wirklich eine sehr lehrreiche Reise für meine Soldaten. Ich wollte ihnen das Leben außerhalb von Elsweyr zeigen
damit sie sehen, was es bedeutet, Bürger des Dominions zu sein. Doch mit so etwas wie hier hätte ich nie gerechnet. Leutnant Katsagi erwähnte etwas über die Garnison von Anfurt. Ah ja, der große General Endare. Ich wollte meinen Soldaten eine wahre Heldin des Dominions vorstellen. Schade, dass sie fort ist. Sie ist mit ihren gefürchteten Jade-Dragonern aus der Stadt abgerückt, bevor wir eintrafen. Und sie hat den Ort ohne jede Verteidigung zurückgelassen. Anscheinend haben die Piraten beschlossen, diese Lücke zu nutzen. Warum ist sie nur abgerückt? Diese Frage klären wir ein andermal. Im Augenblick haben wir uns um diese Piraten zu kümmern. Dolen, so nennen sie sich. Wir haben beobachtet, wie einige von ihnen Befehle an andere gaben. Diese Dolen-Leutnants sind der Schlüssel. Was meint ihr? Wir müssen herausfinden, warum die Dolen in Anfurt geblieben sind. Was haben sie mit seinen Bewohnern vor? Nehmt mein Notizbuch und findet die Dolen-Leutnants. Schreibt alles auf, was sie sagen, dass die Lage für uns etwas klarer machen könnte. Kann ich sie nicht einfach töten? Meinethalben spricht nichts dagegen. Falls sie für den Kapitän der Dolen wichtig sind, werden sie schriftliche Befehle bei sich haben. Solange wir nur ihre Pläne in Erfahrung bringen, kümmert es mich nicht, wie ihr das anstellt. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Das ist wiederum noch eine neue Quest. Die nehmen wir jetzt natürlich auch nicht an. Kleiner Tipp übrigens, genau wie im letzten Gebiet, also dem aus der letzten Folge, wird auch dieses Gebiet hier komplett gelb sein, also neutral sein. Beziehungsweise das letzte Gebiet ist, glaube ich, sogar grün gewesen. Und das hier wird auch grün oder gelb, ich bin mir nicht sicher. Das heißt, die Quests, die ihr denn hier drin findet, wie jetzt das im Haus, die solltet ihr dann nach Möglichkeit später machen, weil dann könnt ihr einfach hier durchlaufen und habt gar keine Gegner mehr. So, da oben ist eine Scherbe, die nehmen wir uns natürlich auch mit. Frage ist, sieht der mich jetzt? Wieso ist die leer? Hallo? Hallo? Himmelsscherbe? Die ist ein wenig bekloppt gemacht. Ach, da liegt auch noch ein Buch, sehe ich gerade. Na, das müssen wir uns dann doch holen. Bewegung! Es ist natürlich immer einfacher, sich einfach an den Gegnern vorbeizuschleichen. Das geht schneller. Ach ja, nein. Achso, das Buch habe ich gerade schon genommen. Okay. So, dann haben wir hier Befehle. Laufen direkt weiter. Offenbar hat hier auch gerade einer gekämpft. Ich dachte schon, ich bleibe jetzt da hängen. Das heißt, die kommen jetzt auch wieder. Das war so. Hallo, es wäre ganz schön, wenn ich mich mal bewegen könnte. So, dann haben wir jetzt auch seine Befehle und das, was hier drin ist. Belauscht die Piraten, stiehlt ihre Befehle. Hallo, du darfst gerne aufs Pferd. Ich bin nicht im Kampf. Oh, das ist so nervig bei Teso. Nein, ich bin immer noch nicht im Kampf. Hallo. Nein, bin ich immer noch nicht. Und immer noch nicht. Und immer noch nicht. Also man läuft hier in der Gegend herum. Ah, jetzt können wir endlich mal reiten. Und ich weiß schon gar nicht mal, wo ich hin muss. So, Moment. Eventuell sehen. Die werden wir auf jeden Fall sehen. So, das nehmen wir mit. Und dann müssen wir hier links vom Schiff runter. Reiten wir mal, dann können wir nämlich weiterspringen. Und ich schätze, wir müssen dann jetzt in die Kanalisation rein. Einige Wachen aus Anfurt sind eingetroffen, um die Fischersleute und die Flüchtlinge zu beschützen.
Ich wollte am Strand entlang schleichen und mehr herausfinden. Dann habe ich euch gesehen. Was sollen wir tun? Fürst Gareshri hat mich gebeten, die Pläne der Piraten in Erfahrung zu bringen. Ich habe tatsächlich etwas herausgefunden. Wirklich? Was haben die Dolen vor? Sie bringen die Leichen für eine Art nekromantisches Ritual zur Feste von Anfort. Was? Warum sollten Piraten so etwas tun? Wir müssen in die Feste und sie aufhalten. Aber wenn sie die Feste halten, müssen sie die Tore verschlossen haben. Wie kommen wir hinein? Es gibt einen Eingang durch die Kanalisation. Gut. Wenn ihr die Feste betreten und das Tor öffnen könnt, kann ich Verstärkung zu euch bringen. Wo ist Fürst Gareshri? Ich muss ihm von diesem Plan erzählen. Er ist in einem verlassenen Haus, unweit der Außenmauern. Dann müssen wir uns beide beeilen. Verliert euren Kopf nicht, meine Freundin. Wir werden uns in der Feste treffen und diese Piraten daran hindern, ihren finsteren Zauber zu wirken, was immer er auch sein mag. Okay. Komm mit mir, Basti. Es geht an einen schönen Ort. Warum musste ich jetzt gerade spontan an die Kanalisation der Kaiserstadt denken? Okay. Nee, da kommen wir nicht rum, weil wir müssen von oben darüber laufen. Das heißt, dass ich gerade falsch bin. Und das ist jetzt total überflüssig, war die anzugreifen. Wir müssen nämlich da hoch. Ich bin nur ein wenig zu schnell reingelaufen irgendwie. Komm, nimm das. Hallöchen. Achso, ich habe ja immer noch nicht. Ich bin ja immer noch meine ganzen Skills hier am Leveln. Das heißt, ich habe immer noch nicht den Unterbrecher jetzt da drin stehen. Helf mir! Hier ist nicht mehr zu helfen. Mit dem auch nicht. So, ich muss nach links. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. Ich muss nach links runter. Beziehungsweise hoch. So, dann von hier aus. Sehr schön. Nach ganz rechts. Das heißt, ihr müsst auch anlaufen. Zur Flanke! So. Ach, und da steht schon wieder die nächsten. Flankieren! Aus jetzt! Ich kriege hier auch gleich eine Hitzewelle. Euch muss ich leider auch noch mal eben erledigen. So, ich dachte gerade, da wäre ein Chest. Den da oben kann man erledigen, muss man aber nicht. Man bekommt auch nichts dafür. Warum kann ich... Ah, jetzt. Da muss ich unten durch. Ich muss mir auch dringend die Füße waschen, wenn ich hier rauskomme. Ich liebe Städte. Die unhöflichen Leute, der Lärm, das Chaos. Ist es komisch, dass ich das tröstlich finde? Es ist komisch, dass du das jetzt sagst in einer Stadt, die gerade belagert wird. Aber tu dir keinen Zwang an. Wer bitte baut übrigens einen Brunnen mitten in einem Gebäude? Ihr habt es geschafft. Exzellente Arbeit. Gute Arbeit, meine Freundin. Leutnant Kasargi hat mir euren Fund gebracht. Was sollen wir als nächstes tun? Die Piratenanführerin hat vor, die Straßen von Anfurt mit untoten Sklaven zu füllen. Doch es bleibt noch genug Zeit, um sie aufzuhalten. Sie kommen aus der Kriegergilde. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, der dort hineingeht und ihre verdorbenen Rituale stört. Kann ich noch einmal auf euch zählen? Natürlich. Bei Alkos schuppigem Schritt. Ich wusste, dass ihr es schafft. Nun zum nächsten Punkt. Die Piraten werden die Kriegergilde sicher schwer bewachen und ihre Tore verriegelt halten. Wie komme ich an den Schlüssel? Ich gebe ihn euch. Ich habe ihn bei der Leiche eines Piraten gefunden und die Markierungen darauf erkannt. Mir war das Glück von Rajin hold. Ich bin sicher, die Kriegergilde hat keine Einwände, wenn ihr alles und jeden beseitigt, der dort fehl am Platz ist. Wenn ihr fertig seid,
Dann berichtet Leutnant Kasargi von eurem Erfolg. Okay. Ach, das war die Sache, wo die Zombies jetzt hier alle auftauchen. Das heißt, wir werden hier mal so ein bisschen immer auf dem Pferd natürlich in der Gegend rumreiten. Ja, den müssen wir leider machen. Der verfolgt uns nicht sonst und blockiert die Tür. So. Dann nehmen wir hier auch noch mal eben alles mit, was hier noch einzusammeln ist. So. Angriff. Wo bist du denn jetzt schon wieder her? Geht's noch? Noch einer. Hallo? Hier ist doch gar keiner mehr, der euch hier. Kann ich jetzt endlich mal. Nein, kann ich nicht. So. Basti, kannst du dich endlich mal um deinen Job kümmern? Die Zombies zu tanken, damit ich die Kristalle zerstören kann. Dankeschön. Eieiei. Auf niemanden ist mehr Verlass heute in Tamriel. So. Nein, halt. Hier ist irgendwie noch ein Buch, was wir mitnehmen können. So wie es aussieht über uns. Mhm. Ist das draußen? Ist das, Komm mal da aus der Ecke raus. Oder liegt das Buch unten? Wie? Ich kann den Durchgang nicht benutzen. Hallo? Hä? Hilfe, ich bin hier gefangen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wieso darf ich hier rausgehen, aber ich darf nicht wieder reingehen? Ja, wo ist das Buch jetzt? Moment. Ah, es ist auf jeden Fall draußen. Das ist schon mal gut. Weil das wollte ich auf jeden Fall mit einsammeln. Weil ich hatte nämlich überlegt, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass wir die Magiergilde dann quasi eine Folge später machen würden. Aber damit das so ein bisschen mehr zusammenhängend ist, würde ich gerne die Magiergilde so auf Level 7, ja, ich glaube 5 reicht schon, bringen und dann so eins nach dem anderen durchziehen von der Magiergilde. Sodass die so ein bisschen zusammenhängend sind. Es ist zwar dann ein bisschen nervig, weil dann hat man jede Folge wieder die Magiergilde und nichts anderes mehr. Ist natürlich immer schöner, wenn man so verschiedene Sachen hat. Aber ich denke, ja, das so hintereinander ist eigentlich gar nicht so schlecht. Seid gegrüßt, meine Freundin. Ihr habt es geschafft. Die Untoten sind gefallen. Die Piraten haben kapituliert oder sind geflohen. Ein guter Tag. Wie schwer seid ihr verwundet? Man will es mir nicht sagen. Das heißt, es ist wohl schlimm, oder? Ich werde sterben. Ich werde mal lügen. Ich bin sicher, ihr kommt schon wieder auf die Beine. Wirklich? Eure Worte bringen mir Hoffnung. Fürst Gareshri ist nicht hier, oder? Ich kann ihn für euch holen. Nein. Er scharrt die Leute von Anfur zum Widerstand gegen die Piraten um sich. Bitte. Lenkt ihn nicht mit meinem Schicksal ab. In Ordnung. Wenn ich an Wunden sterbe, die ich mir tapfer verdient habe, kann ich meinen Ahnen voller Stolz begegnen. Sag dem Sprecher, dass es eine Ehre war, ihm zu dienen. Ich werde es ihm sagen, Katsagi. Ja, und die Wunden waren anscheinend doch zu schwer, denn es sieht so aus, als ob sie gerade gestorben ist. Ja, dann werden wir mal schauen, wo wir hin müssen. Einmal hier durch. Nun. Und wie ihr seht, sind hier auch alle grün, beziehungsweise ein paar gelbe auch noch dazwischen. Das heißt, wie sie ja gerade schon gesagt hat, die sind jetzt alle weg. Und diese Stadt ist wieder, ja, friedlich.
Sobald diese Untoten in ihre Einzelteile zerfielen, wusste ich, dass ihr es wart. Die Hälfte der Piraten ergaben sich an Ort und Stelle. Sie müssen gedacht haben, dass ihr ihnen dasselbe wie den Untoten antun würdet. Die Piratenanführerin ist tot. Das bedeutet drei Dinge. Erstens habt ihr eine entscheidende Rolle beim Zurückschlagen der Pirateninvasion von Anfurt gespielt. Zweitens schuldet die Führung des Dominions euch Dank. Und drittens habe ich das große Privileg, unsere Schuld vergelten zu dürfen. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ja, und wir haben die Schuhe Laufstil des Waldläufers erhalten. Ich wüsste gerne, warum General Endare ihre Jade Dragona aus Anfurt abgezogen hat. Durch ihre Abwesenheit hätten die Dolen fast Erfolg gehabt. Leutnant Katsagi wurde ernsthaft verwundet. Was? Als ich sie das letzte Mal sah, bahnte sie sich ihren Weg durch die Horden untoter Krieger. Wie schlimm ist es? Es schien ziemlich schlimm zu sein. Sie wollte nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Unfug! Ich werde sofort nach Heilern der Magiergilde schicken lassen, um ihre Wunden zu behandeln. Sorgt euch nicht um Leutnant Katsagi. Sie kämpfte, als wäre sie mit 6 Krallen geboren. Sie wird auch jetzt nicht kampflos aufgeben. Das wollen wir hoffen, mein Freund. Das wollen wir hoffen. Ja, das heißt, dass wir jetzt hier unsere Aufgabe erledigt haben und dann weiter Richtung Eldenwurz aufbrechen können. Wie gesagt, ihr könnt diesen ganzen Teil normalerweise auch überspringen, damit ihr das nicht machen müsst, damit ihr schneller vorankommt, weil ihr mit einem Zweitschar am Spielen seid oder ähnliches. Ihr müsst das nicht machen, aber der Vollständigkeit halber habe ich das natürlich mitgemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er mich nämlich jetzt auch quasi weiter nach Eldenwurz geschickt, beziehungsweise dieser Befehl, dass ich da hingehen soll, besteht ja immer noch. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!